Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr kennt diese Packung. Ich habe ein paar Produkte bestellt und die wollte ich sofort mit euch zusammen testen. Ich stelle das erstmal hier aus. Die Bestellung ist schon eine Weile her. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was ich mir bestellt habe. Ich glaube nicht, dass ich da Trendprodukte drunter habe. Okay, was haben wir denn hier? Ah ja. Die habe ich für mein Kit bestellt. Und zwar sind das die Brow Pencils von Benefit. Die mag ich einfach. Ich weiß, Benefit hat jetzt neue Pencils rausgebracht, also Augenbrauenprodukte, neues Gel. Ich glaube, das ist sogar farbig. Und, oder war es klar? I don't know, ich bin mir nicht so sicher. Aber ich bin so ein Fan von diesen Stiften und deswegen habe ich mir die nochmal in verschiedenen Farben für mein Kit bestellt. Alle anderen waren jetzt schon abgelaufen. Ich habe mir die 2,75, die 4, die 3 und die 5 bestellt. Das sind so die gängigsten, die ich immer benutze. Und dann, was habe ich hier noch? Hier ist ein Pröbchen drin. Ich habe mir von It Cosmetics nochmal diesen Pinsel bestellt, denn meinen habe ich verloren. Der ist eigentlich immer in meinem Kit drin. Und ich habe den verloren. Ich habe den irgendwo bei einem Job liegen lassen. Jetzt habe ich mir den nochmal bestellt. Ich bin einfach ein Riesenfan von diesem Pinsel. Den benutze ich wirklich während der Arbeit sehr gerne, weil alles dann super schnell geht. Ich kann rumswitchen zwischen Concealer oder Contour und Foundation. Und deswegen habe ich mir den nochmal neu bestellt. Und so, ich wollte eigentlich so ein bisschen Make-up auftragen, denn ihr seht ja, ich habe nur etwas Corrector unter den Augen. Und hier auf den Lidern, aber wirklich ganz dünn. Und dann wollte ich mir eine Foundation auftragen. Und zwar von Laura Mercier, die Witness Perfecting Foundation. Hier ist ja auch Pflege drin. Aber jetzt sehe ich gerade, dass Sephora mir eine Probe eingepackt hat. Und zwar von It Cosmetics, die Your Skin But Better CC Cream. Und ehrlich gesagt, habe ich die noch nie benutzt. Noch nie. Ich habe eine andere Foundation von It Cosmetics, die habe ich echt geliebt und ich habe hier die Farbe Medium, also da haben sie eigentlich recht gut gelegen. Soll ich mir die jetzt mal auftragen, wäre gut, ne? Da bin ich echt gespannt. Ich mache das jetzt einfach mal so, wenn das schon auch so Concealer sein soll, dann fange ich jetzt hier mal an. Und dann gucke ich mal, wie ich das Produkt ausarbeite. Ist ja recht fest. Eigentlich hätte ich mir jetzt so den Sponge mal nass machen können. Aber ich nehme meinen Make-up-Buffer. Und zwar den von Morphe. Das ist aber krass. So, Moment, das muss ich mir erstmal näher angucken, was hier gerade passiert. Wow. Das ist aber cool. Ich glaube, diese Foundation, die kann man wirklich mit so einem Buffer gut einarbeiten. Gerne auch mit sauberen Fingern. Aber ich glaube, jetzt wäre so ein Sponge besser gewesen tatsächlich. Weil der so super cremig ist. Guck mal, wow. Boah, richtig gut. Die riecht so gut. Warum kenne ich diese CC Cream nicht? Warum habe ich das nie ausprobiert? So, und den Rest drücke ich mal hier auf. Aber ich hole mir jetzt eben noch einen Schwamm, weil ich glaube, ich muss mit dem Schwamm drüber. Ich klopfe die CC Cream jetzt nochmal mit dem Schwamm ein. Und ich finde, das sieht schon direkt viel besser aus. Ich würde das auch tatsächlich das nächste Mal nur mit dem Schwamm einarbeiten oder eben mit meinen Fingern. Ich finde, unter den Augen hat das schon auch ordentlich korrigiert. Ob mir das so genug ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mir jetzt noch Concealer drauf tun. Oder ich probiere jetzt noch mal eine dünne Schicht hier von der CC Cream einfach noch mal. Ich mache das mal so. Jetzt ist es korrigiert. Ja, meine Haut sieht auf jeden Fall korrigiert aus und hat so einen schönen Glanz. Ja, gefällt mir echt gut. Ich werde die CC Cream auf jeden Fall noch so ein bisschen setten. Gerade hier auf den Lidern. Da könnt ihr ja immer sehen,
wie sich das so in die Lidfalten absetzt. Dann trage ich mir nochmal meinen Bronzer auf, bevor ich weitermache mit den Produkten, die hier liegen. Denn einen neuen Bronzer habe ich mir jetzt nicht bestellt. Die Make-up by Mario Ethereal Palette, die kam auch in dieser Bestellung mit. Ich habe aber ein separates Video gedreht mit 3 Looks aus dieser Palette. Das werde ich euch hier oben verlinken. Dann könnt ihr da mal reingucken, wenn ihr neugierig auf diese Palette seid. Ich werde mir jetzt nur ganz schnell irgendwas hier in die Crease geben. Ich möchte da irgendwie nicht so nackelig aussehen. Irgendwas schön Softes. So tolle Farben drin. Ich habe ja gesagt, dass das meine Go-To-Palette wird, weil hier wirklich alles drin ist, was ich brauche. So eine tolle Palette. Ich kann nicht aufhören, davon zu schwärmen. Dann machen wir weiter. Ich habe mir Lip Liner gekauft und zwar von Dolce & Gabbana. Ich weiß, ist ein bisschen expensive, aber es sieht einfach immer gut aus im Kit. Und das sind tatsächlich auch Produkte, die ich in meinem Kit benutzen möchte. Mir haben diese 2 Farben gefehlt. Und ich habe hier einmal Soft und einmal Desire. Das ist die Nummer 14, ist so ein Fuchsia-Ton. Und Soft sieht rosa aus. Also hier sieht man ja, dass das so rosa aussieht. Aber ich finde, ich gebe das hier nochmal drüber. Ich finde, das ist zwar so ein bisschen rosa, aber mehr so peachy. Also so Pfirsichfarben. Und das hier ist halt so ein typischer Fuchsia-Ton. Finde ich auch sehr schön. Und ich werde jetzt auch mal beide auftragen. Ich weiß nur nicht, ob der hier gut bei meinem Hautton zur Geltung kommt. Jetzt trage ich mir erstmal Soft auf. Ist einfach toll, wie der über die Lippen gleitet. Ich habe mir das mal jetzt auf die gesamten Lippen aufgegeben. Vielleicht könnt ihr so die Farbe besser erkennen. Es ist nicht wirklich so ein Rosa wie hier abgebildet, sondern doch eher so ein Peach-Ton mit ein kleines bisschen Rosa drin. Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, super soft. Ich gleich desinfizieren, lege ich mal hier hin. Ich habe mir auch 2 passende Lippenstifte ausgesucht, und zwar von e.l.f. Und ich fand diese Verpackung auch so super edel. Also es ist so ein magnetischer Kopf, habt ihr gesehen, dreht sich so rein, ne? Zack. Hier habe ich einmal die Farbe Standing Ovation, und zwar ist das so ein Satin Finish. Ja, super schöne Farbe, gefällt mir richtig gut. Der Lippenstift wird nicht lange halten, weil das eben so einen Satin Finish hat. Trotzdem gefällt er mir richtig gut. Ich habe auch kein Problem damit, so Lippenstifte zwischendurch mal aufzufrischen. Ich möchte jetzt natürlich auch hier Desire auftragen. Das habe ich euch eben gar nicht gezeigt, weil ich es so toll finde an diesen Lip Linern von Dolce & Gabbana, ist, dass die hinten hier noch so einen Pinsel haben. Ich finde das immer total schön. Trage ich mir den anderen Lippenstift auf, und zwar, wie gesagt, ist der auch wieder von e.l.f. und hier heißt die Farbe Loud AF. Ich gebe mir jetzt etwas von diesem Lippenstift hier mit dem Pinsel auf die Wangen. Dann trage ich mir noch ein kleines bisschen Highlighter auf, das passt für mich jetzt so. So ganz soft. Dieser ist auch von Givenchy, heißt Prisme Libre Highlighter. Ja, alles, was ich gekauft habe, gefällt mir richtig gut. Und was für mich aber herausragend ist, ist ein Produkt, was ich nicht gekauft, sondern halt als Probepäckchen mitbekommen habe. Diese CC Cream. Wie konnte die mir je entgehen? Die ist so gut. Ich bin so ein Riesenfan. Das werde ich mir heute Abend noch bestellen.
Und ab jetzt werde ich nur noch die hier nutzen. Die gefällt mir so gut. Guck mal. Voll schön. Die Lippenstifte von e.l.f. gefallen mir auch ziemlich gut. Die sind nicht neu. Ich meine nicht, dass das neue Produkte sind. Ich habe die gesehen und ich wollte die unbedingt haben. Da sind auch noch mehrere Farben, wenn ihr mal online gucken wollt. Und ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach bombastisch. e.l.f. macht so gute Produkte. Ich bin ein Riesenfan von e.l.f. Und hier Dolce & Gabbana Lip Liner. Muss man die haben? Nein. Aber ich bin Make-up-Artist und ich kann nicht irgendwie mit nix Lippenstiften da auftauchen. Weil die Kunden zahlen ja auch ihren Preis. Und dann sollen sie natürlich auch nur die besten Produkte haben. Und zu der Palette muss ich gar nichts sagen. Wenn ihr Lust habt, dann guckt euch einfach das Video an. Dann danke ich euch, dass ihr zugesehen habt. Ich sehe euch dann wieder am Sonntag. Passt auf euch auf. Bis bald.